So, jetzt noch einmal. Willkommen zurück im Testsektor. Ich bin euer Doomsday. Willkommen zur vierten Session zu Call of Duty Vanguard. Es gab gerade ein paar Probleme mit dem Spiel. Ich habe nochmal alle Lizenzen wiederhergestellt und jetzt funktioniert's. Nochmal zur Erinnerung, was ich eben gesagt habe, das wird jetzt bei YouTube nicht reingeschnitten, das habe ich jetzt rausgenommen. Wir wollen gucken, ob wir die Kampagne jetzt beenden können, weil ich habe die Vermutung, es wird nicht mehr so lange gehen. Und ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schauen wir uns mal das Ende jetzt an von Call of Duty. Ich werde jetzt versuchen, es definitiv durchzuspielen. Wie lange es noch geht, weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Let's go mit der Kampagne. Mit die Ratten von Tobruk. Let's go. Bin gespannt, wie es endet. Ihr bestimmt auch. Heute Nacht, Prinzessin. Ich genieße den Moment. Oh, das tut mir so leid, aber klar doch, Eure Hoheit. Hey, Bluey, wach auf. Das wirst du dir ansehen wollen. Ja, verdammt. Spiel die Scheißkarten. Na gut, das. Sieh her und weine. Ach, du dummer Esel, niemals! Warum ist keiner auf seinem Posten? Major Hams, wir dachten... Ihr dachtet, ihr könnt rumblödeln. Major, Konvoi kommt. Gut. Ihr Ratten, folgt mir. Tut so, als wärt ihr echte Soldaten. Sir. Ja, Sir. Messer. Du siehst... Wie mutig du es ihm gezeigt hast, Blowy. Gut gemacht, Cole. Hey, fick dich, Des. Was macht Hams hier eigentlich überhaupt? Er ist ein Major. Er kann tun, was immer er will. Oh, ja, mal die Owen. Die wollte ich mal Multiplayer austesten, bin aber noch nicht dazu gekommen. Ich spiele eigentlich eher ungern im Multiplayer mit MPs, aber ja. Du hast Glück. Ich hätte alles zurückgewonnen. Halt die Klappe, Des. Du hast noch nie bei irgendwas gewonnen. Was? Ach, du verarschst mich doch. Wow, sogar in der Kampagne steht oben Paket. Das wusste ich nicht, dass es oben da steht, aber okay. Wir können das mal ausstellen, wenn ihr wollt. Das Paketverlust, und zwar stellt man das Interface. Paketverlust stellen wir mal aus. Die Uhr können wir mal. Mir eigentlich egal, können wir anlassen. Latenz wird ja hier nicht angezeigt. Das kann man alles im Multiplayer anzeigen lassen. Finde ich ganz gut, dass man das machen kann. Und ja, Uhr lassen wir mal an. So, was erwartet uns denn jetzt hier? Lucas und ich haben sie selbst platziert. Auf Position. Der Zeitpunkt muss perfekt sein. Ihr müsst euch alle konzentrieren. Haben Sichtkontakt. Leise da drüben. Moment, was ist das ganz vorne? Ich sagte leise. Ah, ah, ah. Ich übernehme das, danke. Sir, der erste Fels ist die Markierung. Ja, ich weiß. Ein Panzer. Deutsche haben Panzer, Private. Ja, aber der Stahl ist zu dick. Ein Panzer war nicht geplant. Verdammt. Die Ketten sprengen, nur so können wir ihn stoppen. Ich brauche Ruhe. Nein, nein, Sir, warten Sie noch. Nein, nein, nein. Das war sinnlos. Was war das? Eine Mine? Sie glauben, das war eine Mine? Wurde der Panzer getroffen? Lukas, wette, du kannst eine Granate in die Panzerlupe werfen. Puh. Oh, wir haben ja... Unten bleiben! Granate, runter! Ach, das war perfekt, Mann! Angriff! Angriff! Na klar. Ziemlich präzise DMP, hätte ich nicht gedacht. Da. Feindliche Granate!
Granaten mehr, aua. Schreit hier so rum. Wir fahren wir den Konvoi einmal frei. Angegriffen. Überprüfe das Wrack. Die NZ war das doch, oder? Bleib erstmal bei der Waffe. Raus damit, Krautfresser. Ich glaube, der sagt nichts mehr. Simpler Überfall und die halben Vorräte sind in Rauch aufgegangen. Sir, da unten ist immer noch ein Laster. Nimm du bist doch schuld. Geh hinterher, Jacobs. Los jetzt. Die können gut im Dreck rumschnüffeln. Wie geht's ihm? Noch lebt er, aber er blutet stark. Durchsuche das Fahrzeug und die Vorräte. Hey, die babbeln. Du hast so alles versaut. Wenn ihr fertig seid, bewegt eure Arsche zurück ins Lager. Die ganze Scheiße da. Los jetzt, Privates! Ich wusste, die kommen nicht weit. Vorsicht, der da lebt noch. Das können wir ändern. Der ist ziemlich verletzt. Ist der Spielstand eigentlich okay, Jorge? Gute Nacht, Nazi. Dachte, hier wären mehr. Einer liegt tot im Laster. Der ja. Muss weggerannt sein. Müsste okay sein, so. Ansonsten tut's mir leid. Oh, eine K. Ja, ich bleib erstmal beim. Ja, wobei. Wir bleiben bei der K. Bei der STG. Frisches Blut. Folgt ihm. Geniale Idee. Das heißt Sir Private. Ich heiße Tess. Und das ist Lucas. Und dein Rang interessiert uns ein Scheißdreck. Wir wissen alles über dich, Jacobs. Wir Ratten kriegen mehr mit, als du denkst. Ich höre von vorne einen, der vor mir gar keiner ist. Komisch. Leise. Hört ihr das? Nach wem ruft er denn? Hier lang. Gibt nur einen Weg. Das kommt doch von hinten. Verdammter Mist. Hey, das ist nicht auf unserer Karte. Unten bleiben, darauf sind wir nicht vorbereitet. Mich und Lukas. Sie kommen in unsere Richtung. Sie sind aus der Deckung. Boah, kann ich die Karte auch nochmal mitnehmen? Sie dürfen uns nicht sehen. Nein, ich kann nicht zurück, verdammt. Die Karte hätte ich doch mitnehmen sollen. Lukas, Granate bereit machen. Wecken wir diese Krautfresser auf. Ja, jetzt geht's. Warte, runter! Lass mal die Lauben ausschalten. Das Licht hier aus. So gewinnt man einen Krieg. Achtung, ein Leuchtsignal. Keiner gesehen. Oh. Gut. Wir durchsuchen alles. Jetzt brauche ich Munition.
Oh, die Itra-Burst. Ah, meine. Ah, leider ohne Visier. Meine Multiplayer-Waffe. Die sehe ich gut, kann ich nur empfehlen. Vier Schussbetrieb. Das ist nur den Außenposten, ja. Munition ist immer gut. Gibt's noch irgendwas? Was haben wir hier? Wurfmesser. Können wir mal mitnehmen. Hat man, glaube ich, noch gar nicht in der Kampagne bis jetzt, gell? Untersuche die Karte. Mache ich. Ich habe was gefunden. Du kannst Deutsch? Etwas? Das war ja klar. Einer von Rommels Offizieren kam wohl auf dem Weg zu einem Lager hier durch. Ich weiß nicht, was für eins. Die Symbole sagen mir nichts. Dann sehen wir es uns an. Das war gerade ein deutsches Signal. Mehr könnten kommen. Nein, wir gehen zur Basis. Melden es dem Major. Wir können nichts melden, wenn wir nichts wissen. Wäre keine gute Kriegsführung, Jacobs. Gut. Wir sehen nach. Diesmal sind wir aber leise. Ja, mit einer Waffe ohne Schalldämpfer wird das nicht leise funktionieren. Lukas, kommst du oder was? Ja, ich komme ja schon. Dass hier ja anscheinend nichts gibt, außer Leichen. Die Straße sollte direkt zum Lager führen. Hä? Ich weiß irgendwie. Na ja, egal. Ja, voll in die Kopffresser rein. Da kommt ein Panzer. Von der Straße, bevor sie uns sehen. Zu den Ruinen. Panzer schlecht. Los, los. Das Leuchten sie gleich sehen. Das Leuchten am Horizont muss das deutsche Lager sein. Wir müssen von der Straße runter. In Deckung mit dir, schnell! Greifen wir uns jetzt von hinten an, oder wie? Oi. Nicht angreifen! Haltet die Augen auf! Oh! Na nun, ne? Wir kommen durch die Wüste. Kapitän zu greifen, wäre definitiv der Tod. Zumindest wenn man laut angreift. So geht's. Krautfresser direkt vor uns. Krautfresser. Hey, Sauerkraut schmeckt, was ihr nur habt. Gut, dass sie nicht so gut sehen können. Konzentriert bleiben! So, mal die Leute vorbei. Feindaktivität! Feindaktivität voraus! Die haben meine Leute gesehen, aber nicht mich. Ich kann nichts dafür. Das ist jetzt schlecht. Wo ist hier noch jemand? Okay. Hier können wir nicht bleiben. Scheiße, noch ein Panzer. Ich überworfen das. Weg mit euch. Hauptsache der Panzer kommt von hinten nicht. Aber Soldaten kommen. Los geht's!
Treffen nicht. Ja, wir gehen vorwärts. Hallo Panzer. Er hat auch Hallo gesagt. Du kannst nicht jede Schlacht gewinnen. Habe ich gemerkt. Scheiße, noch ein Panzer. Ich habe den hinten echt noch mit dem Messer getroffen. Okay. Der Panzer macht Probleme. Alle sind ja hier überall. Wo ist der jetzt hingerannt? Gegner. Ah, ich dachte, hier gibt es noch Munition. Ja, ihr wurdet gesehen, nicht ich. Gibt bestimmt noch eine Trophäe, wenn man durchkommt, ohne gesehen zu werden, aber naja. Scheiß drauf. Die Owen ist echt eine gute Waffe. Frag doch deinen Freund Hams, der hat genug. Was? Was? Wie was aus einem Flachmann gekriegt? Das ist bestimmt genug da. Der nippt doch nur. Wenn ich den Flachmann hier in die Finger kriege. Dann schmeiß ich eine Runde, Leute. Warte mal. Da vorne ist schlecht. Schätze, wir haben das deutsche Lager gefunden. Es geht den Deutschen. Versucht das Zelt. Okay. Wo sind die denn alle? Wahrscheinlich suchen sie gerade nach uns. Was ist das? Ach so, kein. Ah. Ach, wie ein Scherz. Sieh mal. Ich glaube, der linke Kerl ist dran. Der Schnösel. Was ernsthaft? Wir sammeln Informationen. Könnte dir auch nicht schaden, Private. Sehr witzig. Stöbert ihr nur. Wisst ihr, was ich sehe? Ich sehe da draußen Zeug, das wir hochjagen können. Na, was fällt euch beiden dazu ein? Also, wir sollten die Scheiße hochjagen. Also das, ich will euch nicht ziehen. Fuhrpark zur Linken. Munitionslager geradeaus. Ja, Munition wäre mal nicht schlecht für meine Hydra. Was gibt's hier? Ah. Okay. Platziere eine geballte Ladung im Munitionslager und Treibstofflager. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Schleichen sehr schwer wird. Wahrscheinlich auch nicht mal machbar, ne? Wirklich viel gut sehen tun die echt nicht. Kein Wunder, warum die Deutschen den Krieg verloren haben. Nein. Ich wollte das da. Hm. Okay. Ohne kein Peng-Peng wird das wahrscheinlich eh nichts. Na dann.
Mann. Ich müsste jeder Deutsche hier im Umkreis von ein paar Kilometer alles hören hier. Dass wir hier abziehen. Da fehlt der da noch aus. Hast du das? Scheint so. Ja, nicht ganz. Wo muss man hin? Da und... Hä? Irgendwo hier. Wohin werfen? Panzer oder was? Den Wachturm ausschalten! Weg, weg! Alles fliegt in die Luft! Okay. Immer weiter vorrücken. Scheint gezählt zu haben. Kann ich hier rein? Nein. Oh, hallo. Nicht nachlassen. Ich spreng den Kasten von innen. Von der letzten Kugel. Noch jemand hier drin? Nein. Aber wir wollen mal hier was hinlegen und jetzt schnell raus hier. Weg hier! Weg hier! Wunderschön, Lukas! Rein noch das Kreuzverlager und der Panzer! Die feindliche Verstärkung! Gucken, wo man überall hingucken soll. Wo muss ich jetzt hin? Da rein. Mach ich. Oh, hallo. Wartet, Jungs. Ich hab hier was für euch. Ich hab jemanden getötet. Wahrscheinlich nicht. Schauen wir mal die Hydra-Burst, ich bin noch Munition dafür. Da wäre ich wieder fast tot gewesen. Da haben wir nochmal gute Sprengladung. Ach Gott, das gibt eine Explosion. Da lang. Los, los, los! Renn den Panzer, Lukas! Was drei Leute ausrichten können, ja? Sie wollen mich weiter! Sie sind aus der Deckung! Welchen Panzer? Den hier? Der ist schon kaputt. Spreng den Panzer, Lukas! Ja, mach ich. Ach, die zwei hier noch. So einfach kann man mit drei Leuten die ganze deutsche Basis ausschalten. Was denn jetzt? Stoße zu den Des und Jacobs. Bin da. Leck mich, das war brillant, Lukas! Moment. Hört ihr das, Leute?
Flugzeug! Alles gut! Der hat Aua gemacht. Schieß den Stuka ab. Ich geh tippen ab, solange er uns noch sucht. Oh, Scheiße! Da sind Krautfresser auf der Straße! Ernsthaft? Oh ja. Oh, hallo. Oh. Ich war noch die Mission verlassen. Wo sind die denn? Ich hab eine Granate! Wo ist die Stuka hin? Der Stuka kommt zurück! Vorsicht! Geh einfach an das Geschütz wieder, ha? Lukas! Sie sind ungeschützt! Es ist Zeit für Bewegung! Oh. Halt sie mal ein! Ich sehe Rauch! Die Deckung ist im Arsch! Noch ein Treffer, überlebt sie nicht! Feindliche Infanterie! Sie gehen aus der Deckung! Komm her, Flugzeug! Jetzt! Feuer öffnen! Der Stuka schützt sie nicht! Noch mehr Schussmesser! Sie fahren über die Landebahn! Ah, oh, hat überlebt. Feindliche Truppen! Sie sind ungeschützt! Er steht da mitten auf dem offenen Feld, also. Ich werfe eine Granate! Ich sehe ihn! Er kommt wieder zurück! Sehr cool. Gott, wie viel hält der noch aus? Rauch und Deckung! Na? Ich höre dich doch. Ja, er wendet! Da ist er schon. Und das hier! Endlich. Noch eine Basis ausgeschaltet. O'Brien. An der Küste italienisch-Libyens hatten ein australischer Private und eine Truppe Ratten Rommel ein blaues Auge verpasst. Ihre Taten hätten ihnen Orden einbringen sollen und vielleicht einen Hauch Respekt. Hams sah das anders. Ihre Belohnung war der Knast. Warum? Richter hingegen schien nur Rommels Verbindung zu Friesinger zu interessieren. Dieser Idiot hörte Lukas so lange zu, wie es für uns nötig war. Das wäre Arsch. Die Stadtverteidigung wurde durchbrochen. Das gesamte Personal wird über die Tunnel evakuiert. Berlin angegriffen. Ich hörte Tunnel. Was war der Rest? Wir haben wenig Zeit. Sag mir, was wollte Friesinger von Rommel? Ich dachte, dich interessiert unser Team. Antworte mir oder die Abmachung platzt. Okay, okay. Mach dir nicht ins Hemdchen.
Lucas trug auf, so dick es ging. Er musste Richter nur die Lügen auftischen, die der Nazi sich bereits selbst erzählt hatte. So war das Dritte Reich. Ihre Realität war nur Illusion. Man könnte meinen, es hätte Lucas eines Wunders bedurft, das durchzuziehen. Aber er war ein Magnet für diese Art von Glück. Der Blitz schlägt bekanntlich nicht zweimal ein. Dennoch fand sich Lucas erst in Tobruk und dann in El Alamein wieder. Die Welt wusste vom Sieg der Alliierten in Nordafrika. Der kam aber nicht durch britische Kommandanten oder mächtige Panzer. Lucas kannte die wahre Geschichte. Und Richter verschlang sie. Die Schlacht von El Alamein. Ja. 1942. Helms geht ja heute echt einer ab. Wittert wohl eine Beförderung. Nach all den Infos, die der Wichser von uns gekriegt hat. Ist das der Plan, der ihm einfällt? Keine Chance, dass das funktioniert. Was sagt er, Jacobs? Oh, er bedankt sich bei dir und Des persönlich für euren Einsatz. Ach, leck mich. Für König und Vaterland. Es ist immer König und Vaterland. Hä? Ist es das, was ich glaube? Wo hast du den denn her? Lock einfach so rum. Ach, wenn er dich damit erwischt, bist du tot. Darauf denke ich. Lass mich blöd! Vorwärts! Bewegt euch! Wieder das Feuer! Oh, Alter. Geh mal ein bisschen in Deckung. Cooles Visier wäre nicht schlecht gewesen. Und treffen sollte man. Schön geflogen. Noch jemand? Weiter feuern! Haltet die Krautfresser von den Panzern fern! Rücke vor! Feindliches Halbkettenfahrzeug! Linke Seite! Verflucht! Sie sind ungeschützt! Treff aber heute auch nix, ey. Ja, frisst das. Jetzt hab ich. Mit den Panzern vor! Ich bin zu alt für den Scheiß! Kenn ich. Feindliche Wasser! Stopp den Konvoi! Stopp den Konvoi! Jacobs! Kümmer dich um die Mörser auf dem Hügel! Dabei! Chris! Lucas! Zu mir! Viel Spaß dabei, Jungs! Alle anderen! Wir warten hier, bis die Mörser erledigt sind! Ja? Los geht's! Während Pelz in seinem scheiß Panzer sitzt! Kümmern wir uns mal um die Mörser! Hey! Das ist der Landei. Sie verschanzen sich auf der anderen Seite des Wracks. Werfe eine Granate. Ich will keine Granate. Kannst behalten. Hab einen. Das haben sie davon. Los, Lucas. Wir geben dir Deckung. Jo. Komm.
Der, den ich gebrochen habe, mit der Nate. Ziel auf die Wichser an der Börse! Ach noch! Ei, ei. Gut, die oben sind weg. Da ist noch ein Mörser-Team voraus! Ja, die Mistkerle in die Luft, Lukas! Ich helfe sie! Auf den Felsen! Noch ein Mörser-Team voraus! Das sind die Spiele. Wenn man treffen würde, könnte man sie dezimieren. Irgendwie habe ich hier kein Zielwasser heute getrunken. Schön, wie sich alle da oben aufreihen. Ich war nicht da unten. Keine Granate mehr. Hier können wir wieder. Hä? Ich glaube, der ist schon tot. Als ob. Der da oben ist irgendwie eingefroren. Okay, darf ich den Mörser nicht selber benutzen? Schade. Seid ihr hin? Hier lang, Lukas! Bin schon da. Ja. Jacobs, los! Das! Ja. Hey! Den Scheiß an. Das hier nennt Hampson Vorstoß? Deren Infanterie stürmt unsere Panzer. Naja, dann blockieren wir sie. Oh klar, wir walzen einfach durch eine Todeszone. Wir sind hier nicht zum Eierschaukeln. Das ist richtig. Ich habe nicht mehr viel Munition. Nicht so cool. Hier lang, los! Wir graben, Beeilung! Kopf unten halten! Wozu mein Geist Blut? Kopf runter! Kopf runter! Hey. Louis, schon was abgekriegt? Legt mich und Kopf runter! Die Bomber legen gleich los! Gut, wir folgen ihnen und mischen den Rest auf! Haltet die Infanterie von unseren Panzern fern! Leichter gesagt als getan, Lieutenant! Macht euch bereit, die Bomber kommen! Hoch und drüber, Rattenbahn, deine Ding für unsere Panzer! Ja, kennt man aber auch schlecht, ey. Jetzt wäre eine andere Waffe nicht schlecht. Let's Google.
diese Nazi-Schweine nieder! Nein, will ich nicht. Oh, die Schrotflinte. Mach die Mistkerle platt! Immer weiter, Lucas. Nachladen bei der macht dauert immer ewig, ey. Ich schieße, wenn du genau neben dem Gegner stehst. Blöde. Fettes MG. Die schießen unsere Bombe ab! Sie schlagen zurück! Wo ist Hans? Dieser Wichser sollte uns folgen! In der Kurve! Ist aber schlecht. Wenn der Panzer vor uns ist. Das ist so geskriptet. Hat mich nicht erwischt. Lucas! Auf! Bin okay! Aber Major, wir werden hier zermalmt! Befolgt meinen Befehl! Zieht einen Schutzring, sichert die Panzer! Das soll wohl ein schlechter Witz sein! Wir halten diese Linie! Die Flieger sind im Arsch! Wenn wir diese scheiß Flachs nicht ausschalten, gibt's keine Linie! Sie haben Befehle! Scheiß auf Befehle! Wir nehmen den Hügel ein! Allein? Klar, ich hab mich und ich hab das! Scheiße! Hier! Nimm das! Wenn ihr die Flachs beseitigt, schießt das Leuchtsignal ab! Dann kann ich die Bombe anfunken! Viel Glück! Los geht's! Hoffen wir, dass du überlebst so lange. Ich hab nur einen Revolver. Soll's richtig gemacht werden, dann ruft ihr Ratten! Das finde ich. Was Patronenpistole, Junge? Wirf ihm Knaller hin! Alter! Und damit auch irgendwas. Wir haben einen Verlust. Ich zieh sein Feuer auf mich. Los! Ja, hab den Fixer. Geht aus der Deckung. Noch ein Geschütz. Ganz hoch. Alter. Unbedingt eine andere Waffe. Alter Schwede. Fuck yeah! Alter. Wie viele sind denn hier noch? Er ist getroffen! Bin leer! Lade nach!
haben die das Fahrzeug hochgejagt. Feindliches Maschinengewehr! Oder ich war das. Mal gucken. Ey, die sind ja echt überall. Gemischte Tüte drauf her. Jetzt. Können wir noch eine Waffe aufheben? So eine zum Beispiel. Oh, hallo? Stehen die hier einfach rum? Okay. Haben wir sie alle? Ja, gern geschehen. Ach, verpiss dich, ich arbeite hier. Spar dir das für die Flachs. Das war heftig. Ihr geht zu den Flachs. Stell lieber Hems Gesicht vor, wenn wir das schaffen. Echt jetzt? Er wird sagen, das wäre seine Idee gewesen. Oh, wahrscheinlich. Dummes Timing. Ihr geht zu den Flachs. Stell dir mal Hems Gesicht vor, wenn wir das schaffen. Echt jetzt? Er wird sagen, das wäre seine Idee gewesen. Na komm. Ich hab die Überraschung für dich. Scheiße, das war knapp. Gewiefter Bastard. Mach doch die Ecken. Eindringlinge. Ey. Oh. Das Scheiße. Ey. Wir wurden getroffen. Bitteschön. Ist aber auch hart, was hier abgeht, ey. Lukas, hier durch! Ja. Brauch nur Munition. Hey, ihr Langsamschei! Fuck! Die Kanonen sind heftig! Granate geworfen! Halt diese Granate! Als ob ich keinen erwischt habe. Lass mal nachladen. Alles klar, Leuchtsignal los, Des. Klebt uns jeder Krautfresser in der Gegend am Arsch. Ja. Wir müssen sie abwehren, bis die Bomber da sind. Tut so eigentlich schon die ganze Zeit. Was mit einer AG? MG? So. Das Leuchtsignal! Was ist da los? Hätte nicht gedacht, dass der Tag so endet. Ach, scheiß drauf. Wieso nicht? Hab ich gerade wieder Bitratenverlust gehabt. Packen wir's! Wie üblich, mache ich die ganze Zeit. Ja. Ey, ich will das MG benutzen. Penner mit wie möglich. Gib bitte Geld.
Dann zieh nach rechts rüber! Die Schweine wollen uns flankieren! Nichts. Ey, wie viele das sind? Meine Fresse. Das ist jetzt Zeit. Geht einen sowas von auf den Sack, ey. Der Schuss von rechts! Feindbewegung, voll auf! Wir haben Gesellschaft! So, mein Nail wieder keiner erwischt hat, ey. Die bewegen sich! Was ist das? Ihr habt euch mit den falschen Ratten angelegt! Das MG ist im Arsch! Dann nimm ein Gewehr, wir sind hier noch nicht fertig! Wo bleiben die Bomber? Die sollten sich beeilen, denn ich gewinne! Du gewinnst nicht! Ich gewinne! Du holst besser mal auf! Lucas! Halbkettenfahrzeuge von rechts! Wenn ich mich treffe, verzieht er immer so krass, dass ich immer daneben schieße. Das geht mir voll auf die Eier. Meine Fresse. Mach die Halbkettenfahrzeuge platt! Ja, ich werde die ganze Zeit getroffen von irgendwas. Ey, das ist der Hammer. Lukas, die Halbkettenfahrzeuge! Also die Pappeln! Die Wasser greifen von links an! Linke Seite! Lukas, sie haben uns im Winkel! Oh, von links! Die Mission ist echt heftig. Scheiße! Die Krautfresser ziehen nach links rüber! Noch jemand hier? Panzer. Da kommt Krautpanzer! Panzer? Scheiße! Wie viele? Spielt das eine Rolle? Mehr oder. Halt einfach drauf! Des, weiter geht's! Wie viele hast du? Definitiv nicht so viele wie ich. Wir müssen die Ärsche weiter abwehren! Ja, was machen wir jetzt gegen Panzer? Yes! Scheiße! Verflucht! Was ist das? Bomber! Fuck yeah! Jacobs hat ein Leuchtsignal gesehen, Des! Scheiße, ja, Des! Zweimal so viel wie Dels am Schlüssel. Wer hat Deckard? Gefallene Soldaten ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast. Deshalb erwischt?
Das sagte ich Lukas, als wir uns das erste Mal trafen. Der Krieg lehrte uns beide diese Lektion. Schuss verpasst? Und wurde der erwischt? Die starre Hierarchie des alliierten Kommandos sah in Lukas nur seine Charakterfehler. Ungehorsam, flegelhaft, nicht unvertraut mit einer Gefängniszelle. Er war perfekt für mein Team. Auch mit diesem fiesen rechten Haken. Der Typ hat's verdient, definitiv. Lukas spielte seine Rolle perfekt. Richter war verwirrt und stellte alles in Zweifel, was er zu wissen glaubte. Alles okay, Mann? Du siehst ein bisschen blasser aus als sonst. Bitte. Das Ziel. Das Ziel. Es ging nie darum, den Krieg zu gewinnen. Es ging nie darum, den Krieg zu gewinnen. Das mit dem Reich unter. Oh, warte mal. Du warst nicht in den Plan eingeweiht? Tja, wir werden wohl beide auf dem Leichenberg da hinten enden. Eins habe ich gelernt vom Studium alliierter Strategie. Redundanz. Man braucht einen Plan B. Mit den Sowjets in der Stadt ist Lady Nachtigall mein Ass im Ärmel. Ich lasse sie für sicheres Geleit frei. Also, das ist ein Bombenplan, Fritz. Hätte vielleicht funktioniert. Verdammter Wade! Du hast nur einen Fehler gemacht, aber was für einen. Du dachtest, du hast uns. Redundanz, Mann. Hab immer einen Plan B. Soeben kam die Nachricht, wir haben sicheres Geleit aus Berlin. Seid ihr mal nicht so sicher? 3 Jahre warten wir auf diesen Moment. Manch guter Mann ging verloren. Rommel, Steiner, Hetzel. Aber ich versprach euch, Projekt Phoenix würde gelingen. Hitler bezahlte für seine Schwäche. Und er geht zu Recht in die Geschichte ein. Als Versager! Und Feigling. Die Rote Armee ist nun ganz nah. Und Berlin brennt. Aber aus der Asche ersteht unsere Vision von etwas Größerem. Auf das Vierte Reich. Hey Boss, dein Plan zieht. Hallo Kumpel, erkennst du mich? Sieht aus, als hast du einen Fan. Was machen wir mit ihm? Ich hätte ein paar Ideen. Schätz mal, du willst die Ehre, Boss. Nein! Nein! Das ist deine Chance. Projekt Phoenix. Ich kann die Beweise liefern. Du hast deinen Teil getan. Rechts vom Jugulum. Unterm Schlüsselbein.
Das ist für Richard. Verdient hat er's. Richter denkt, Friesinger hat Hitler getötet. Ja, er taucht mit dem Reich unter. Evelyn, komm. Flughafen Tempel. Na los, die Kacke ist am Dampfen. Hört zu. Wir können hier raus. Jetzt sofort. Mit dem ersten Transport zum Abendessen nach Hause. Oder wir beenden das. Stellen Friesinger und begraben das Reich endgültig. Vielleicht sterben wir in Berlin. Ganz sicher sterben die Nazis. Was wir auch tun, wir tun es zusammen. Friesinger kommt nicht aus Berlin. Schatz, und meine Lamingtons können warten. Wait. Man tötet ja nicht alle Tage einen Führer. Da kann ich doch nicht Nein sagen, oder? Also nach dir, Lady Nachtigall. Nur damit du es weißt. Es könnte immer noch sein, dass ich euch alle töte. Das Vierte Reich. Verhindere Friesingers Flucht. Diese Tunnel führen direkt nach Tempelhof. Das ist der schnellste Weg, während sie oben kämpfen. So, bevor wir das Finale jetzt antreten, mache ich nochmal kurz eine kleine Pingelpause. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, bin wieder da und auf zum Finale von Call of Duty Vanguard mit der Mission Das Vierte Reich. Bin gespannt, wie es endet. Wahrscheinlich nicht gut für Friesinger. Wir werden sehen. Kann hier einen Scheiß sehen? Nein, nein, nein. Das war Friesinger. So. Folge Friesinger. Und er ist gerade weggefahren. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie ich steuere. Warte mal, das ist Wade. Komm schon, Arthur! Das ist. Ah, ich bin Arthur, ja. Okay. Was hab ich denn? Zweitwaffe? Pistole. Los jetzt, Boss! Warte! Nein. Ich will noch Munition mitnehmen. Gibt's noch irgendwas? Nein. Dann, let's go. Kannst du Friesinger einholen? Das ist ein Kübel und kein Rennwagen. Brauche nur Sicht auf seinen Kopf. Schwerer Schuss, wetten wir? Wie viel willst du denn verlieren? Ja, ich kriege kein freies Schuss mehr. Lass uns doch mal so.
extrem gerade Metal Gear Solid Flashbacks. Ich bin halt eins da, Mann. Was Großes! Weggerannt. Gib dir Deckung! Geschickt gemacht, Arthur! Ja, okay. Gibt's. Oh. Das nehme ich doch gerne mit. Haben wir hier irgendwo Munition? Aber scheinbar gibt's wirklich keine Dokumente oder irgendwas zu finden in dem Spiel. Was mich echt wundert, weil du hast normalerweise immer. Da kauft du dir irgendwas gehabt, was du finden konntest. Aber hier anscheinend nicht. Oder ich bin einfach total blind gewesen und habe nichts gesehen. Aber naja, was soll's. Ich glaube, ich habe noch nie bei Call of Duty alles gesammelt. Man spielt ja nicht Call of Duty, um sowas zu sammeln. Wir verlieren ihn. Quatsch. Keine Sorge. Der kann ich ja fahren. Und sein Empfangskomitee. Legt sie alle um. Ey, auf Granaten zu werfen. Boah, ey. Gebt ihm keinen Raum. Die erkennt man aber immer so, so schlecht, ey. Mal ein gutes Visier hier. Ist tot, ja. Na los, na los! Also los jetzt! Rauf vorauf! Todesjäger! Was für Jäger? Schieß einfach! Oh, Todesjäger sind übel. Die halten immer so viel aus. Okay. Ich sollte mal Munition mitnehmen. Was ist denn nur mit meiner Bitrate los? Ich meine, bei YouTube wird es nicht auffallen, weil ich das noch nebenbei aufzeichne. Aber bei Twitch fällt andauernd meine Bitrate runter. Ich weiß nicht warum. Finde ich ein bisschen uncool, ehrlich gesagt. Aber naja. Wie gesagt, auf YouTube wird es in guter Qualität hochgeladen, also wenn ihr es euch nochmal angucken wollt, auf YouTube. Kanal ist verlinkt, also schaltet gerne bei YouTube bei mir ein und lasst ein Abo da. Kann da leider gerade nichts machen. Finde ich echt schade. Hm. Scheinbar ist der Server gerade, oder bei mir das Netzwerk, zu sehr belastet. Aber okay, wie gesagt, auf YouTube ist es eine Aufzeichnung und da ist Top-Qualität. Friesinger ließ seine eigenen Leute im Stich. Sie nützen ihm nichts, also sind sie egal. Die Decke ist eingestürzt, das ist ein Problem. Hast du noch mehr versteckte Bomben, Wade?
Sind geradeaus. Wir haben keine Zeit, einen anderen Weg zu finden. Aber ich wechsle ja eh bei den Anbietern. Vielleicht läuft es dann nicht besser. Leck mich am Arsch. Die Russen legen alles in Schutt und Asche. Gut, mal sehen, wie ihm das gefällt. Ich hoffe, die Räuberbahn sieht nicht so aus. Okay, durch den Park. Weiter. Je schneller wir hier raus sind, desto besser. Mal hier durch. Ich kannte mal einen Typen, der hätte es geliebt, diesen Ort in die Luft zu jagen. Dass sie überhaupt noch kämpfen. Wir müssen da rein! Gewebe bereit machen! Auf die Panzerabwehrkanone feuern! Feuer auf die Pack! Los, weiter zum Flughafen vor! Geht's mir übelst offen da. Wir sind in Bewegung! Das war eine Granate! Und tschüss. Dass wir sie noch werfen könnten. Wo schießt du hin? Auf dich. Eigentlich ein Job für Nachtigall. Los, weiter! Wieder auf das Halbkettenfahrzeug feuern! Greife das Halbkettenfahrzeug an! Ich glaube, der Schütze ist schon tot, oder? Ich sehe vor! Auf das Halbkettenfahrzeug konzentrieren! Aufs Halbkettenfahrzeug! Feindliche Granate! Weg mit dir! Mal hin, da. Der Flughafen ist da vorne. Das MG ist echt schwach. Wie ist Friesinger hier durchgekommen? Weiter! Wir machen Fortschritte! Oh. Könnt ihr nicht bunte Klamotten tragen? Meine Waffe, die scheint stärker zu sein. Aua. Sie bewegen sich. Ich seh nix. Was? Das waren doch Feinde. Nochmal. Das nervt. Lass mich nicht ablenken. Läuft doch nicht vor meine Flinte, ey.
Nächster. Wir sind fast da. Ich lasse jetzt mal durchlaufen. Hey. Weiter geht's. Nee, diesmal nicht. Zentraler Flughafen. Beschissene Panzer! Das ist echt ein Glückspilz. Hey, Rix, kannst du die Panzer ausschalten? Gerne doch, aber vorher zerfetzen mich bestimmt die MGs. Das Gebäude da. Ich gehe rein, suche ein Fenster und schalte die Schützen aus. Ich mag dich danach vielleicht. Tu es. Wait, Lucas, kommt mit mir. Paulina? Wechsel. Wir zählen auf dich. Solltet ihr auch. Folge Friesinger. Sichere den Hof. Wir sind ungeschützt. Wieder Assassin's Creed Style machen. Ich will nicht mit der Sniper gegen dich spielen. Ah, wenig Munition gehabt. Komm, wir nehmen die STG. Sichere den Hof. Ich bin einfach nur ein. Das Nachladen dauert, ey. Dauer das Nachladen, ey. Sind das eigentlich auch mal ein Ende, oder? Kommen die hier unendlich? Kommen die nächsten? Als ob. Weil keine Munition mehr. Freischuss. Ich sehe aber weitaus mehr Ziele als drei. Das Gebäude links! Greif ihre Scharfschützen an! Ich glaube, ich sollte auch was anderes machen, oder? Wechseln.
gehen wir mal hier. Ups. Der hier einfach durch. Das Nachladen ist echt nervig. Dich, Mischa. Guter Schuss, Paulina! Lukas! Jetzt spielen wir nochmal alle. Diesen Panzer zerstören! Wird gemacht, Boss! Jetzt brauche ich wieder die Ladung hier. Jetzt sollte man aber weggehen hier. So, ein Hammer. Bravo! Gut gemacht! Gar nicht so schlecht! Aua! Nein, ich hab dich angeheftet. Der dritte. Au. Jetzt hab ich dich. Oh. Ich hab zwei erwischt. Ah, noch fehlt noch. Noch eine Seite. Laufen wir alle. Wir sind aus der Deckung. Was schießt ihr hier? Er hat keine Lust. Gut. Arthur, die Panzer sind erledigt! Gute Arbeit! Komm in unsere Richtung! Lukas, verschaff uns Zutritt! Hab ihn erwischt, ich bin ein Maschinengewehr! Komm schon, Lukas! Werfe Granate! Granate! Oh oh! Nichts wie weg hier! Oh, Scheiße! Wait, du gehst vor! Wir folgen dir rein! Ich werde es kurz machen! Ein Glück! Ihr seid am Leben! Wir sind vollzählig! Erreichen das Rollfeld! Zum Fokussieren! Alter, was hier los ist, ey! Panzerschreck.
glaube, Waffenwechsel war nicht die beste Wahl. Ups. Das war knapp. Machen wir die hier. Ich treffe natürlich keinen. Hält ihr mich vor? Jetzt. Keine Nades. Ausgeschaltet, ich weiß nicht. Hm. Ich glaube, am Ende spielen wir wieder Arthur. Nur zu, Wade. Kann ich Maschinengewehr nehmen? Nee, war. Klingt, als würden sie uns erwarten. Hey, Lucas, hast du einen Knaller für mich? Bestell Größe von mir. Nicht die beste Wahl der Waffe gewesen. Dass wir uns mal einig sind. Schön, dass wir uns alle verstehen. Friesingers Taxi hier raus kann nicht weit sein. Jetzt sind wir wieder Arthur. Nehmen wir noch die MP40 mit. Oh. Da wären wir. Die SDG. Kurz vor dem Ende. Schnappen wir uns den Bastard. Für Novak. Und für Richard. Das endet heute. Jo. Ist das soweit? Scheinbar geht's jetzt zum großen Finale. Von Call of Duty Vanguard. Scheiße, wo ist er? Versteckt sich mit noch ein paar Soldaten, wa? Er muss auf der Rollbahn sein. Rauch voraus! Todesjäger, Beeilung! Macht euch bereit! Arthur, er hat mich im Visier! Ich warte auf dich, Boss! Ich mag die Todesjäger nicht. Mit ihrem Scheiß rauf, ey. Zielt auf den Todesjäger! Hier ist noch ein Scharfschütze! Bin ich kein Fan von den Todesjägern. Todesjäger. Ich warte auf dich, Boss. Aua. Aua. Schade. Todesjäger scheint tot zu sein. Kuckuck. Das war ein Todesjäger. Das Rollfeld ist gleich da draußen. Macht euch bereit. Das ist es. Das geht nur zu zweit. Ich komme. Dann los. Wir schaffen das.
nachladen. Das Flugzeug! Er ist am Flugzeug! Schnappt ihr den Bastard! Halt ihn auf! Bin ja schon unterwegs. Warte! Nimm den Flugzeug! Du hast ihn gleich! Es ist vorbei! Ihr könnt mich nicht töten. Doch. Und doch sind wir hier. Nicht mal die Alliierten überlassen so eine Entscheidung Untergebenen. Wir brauchen ihn lebend, Boss. Wir brauchen die Informationen, die er hat. Hey, wer weiß, der Krieg ist vorbei. Oder mitnehmen. Ich starte jetzt. Er wird nie reden. Steh auf! Eure Nationen behandeln mich sicher gut. Zum Dank für meine Kooperation. Ein friedlicher Neuanfang. Ein Luxusleben in Amerika. Liegt mir vielleicht. Das bezweifle ich. Vielleicht gründe ich eine neue Familie. Nein, niemals. Du kriegst keinen Neuanfang. Was ist dein neuer Anfang? Verschießt Kaya Svenja. Miss Silverhoffe, ich bin! Wie wertvoll ich für euch sein kann! Du bist es nicht wert. Als verdient. Das war's dann wohl. Verschwinden wir hier. Wie sieht's da draußen aus? Es wird brenzlig. So wie ich es mag. Wir sind wieder im Geschäft. Das ist es. Sehen wir nach. Gold, oder? Nee, Akten. Die Kapverdischen Inseln. Die Bahamas. Argentinien. Sogar die Antarktis. Gott. Diese Bastarde haben Geheimoperationen auf der ganzen Welt geplant. Direkt vor unseren Augen. Hey, Leute. Seht euch das an. Das ist der verdammte Jackpot. Na los, haut rein. Was ist denn das? Projekt Nova. Hab was Besseres. Projekt Äther. Wiederauferstehung. Will irgendwer etwas Nazi-Gold? Dachte ich mir schon. Hab noch einiges zu tun. Macht weiter. Öffnet sie alle. Da bist du. Ich wollte gerade den Autopiloten testen und nach hinten kommen. Was ist Projekt Aggregat? Geheime V2-Raketeneinrichtung. Denkst du, du könntest die fliegen? Ha! Ich kann alles fliegen. Festhalten da hinten! Flieg dich, Wayne. Die Mission war abgeschlossen, aber mehr würde folgen. Im Feuer geschmiedet waren wir die Speerspitze. Wir waren Vanguard. Klingt nochmal Fortsetzung. Oh, das war's. Oh, das war die Kampagne von Call of Duty Vanguard. Ich hatte sehr viel Spaß. Und ich lasse jetzt die Credits laufen.
Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Stream, Video, einschalten würdet, hier auf Twitch oder YouTube. Und denkt dran, lasst gerne ein Abo da und ein Follow. Und ich merke gerade, dass keine Musik kommt. Ich mache für euch nochmal die Musik an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hier im Testsektor mit mir, den Doomsday. Bis dahin, haut rein. Und tschüss. Machen wir das weg und das weg. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, euer Doomsday. Hier im Testsektor.